Das ist ein Kuhfladen. Auf ihm kann man genauso viel entdecken wie im tropischen Regenwald. Das glaubt ihr nicht? Die gelbe Dungfliege ist ein häufiger Kuhfladenbewohner. All diese Fliegen sind Männchen. Man erkennt sie an ihrer dichten, orangen Behaarung. Sie sind auf der Suche nach Weibchen auf den Kuhfladen gekommen und wollen sich paaren. Dazu springen sie erstmal alles an, was irgendwie nach Weibchen aussieht. Doch Weibchen sind bisher nicht in Sicht und so landen sie fast immer bei einem anderen Männchen. Die unauffällig gefärbten Weibchen halten Abstand zum männerdominierten Kuhfladen. Nur wenn sie paarungsbereit sind, machen sie sich auf den Weg dorthin. Sofort nach der Landung stürzen sich die Männchen rücksichtslos auf sie. Selbst wenn sich ein Paar gefunden hat, versuchen zahlreiche Konkurrenten weiter, das Männchen zu verdrängen. Diese Männchen ersparen sich den Kampf und sind eine homosexuelle Bindung eingegangen. Irgendwann aber schafft es ein Männchen, die Paarung erfolgreich zu beenden. Doch es muss immer wieder Rivalen abwehren. Das Weibchen legt seine Eier in den weichen Dung. Direkt nach der Ablage klappt man an der Spitze des Eis zwei Spangen auseinander. Die Fläche zwischen den Spangen ist durchlässig für Sauerstoff und lässt den Embryo im Ei atmen. Zum Eierlegen benutzen Fliegen ihren Legebohrer, eine Verlängerung des Hinterleibs. Mit ihm können sie die Eier tief im Dung versenken. Diese Eier besitzen kleine Schnorchel, damit die Embryos atmen können. Auch die grünglänzende Mistfliege legt ihre Eier in den frischen Dung. Bei genauem Hinsehen erkennt man, wie sie durch den Legebohrer flutschen. Obwohl es schwierig ist, die Eier im Dung mit Sauerstoff zu versorgen, legen viele Fliegen sie hier ab. Vielleicht, weil sie hier nicht so schnell entdeckt und gefressen werden. Aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Für diesen Kurzflügelkäfer sind die wehrlosen Eier eine einfache Beute. Doch auch bei den Kurzflügelkäfern herrscht Konkurrenz und der Größere verdrängt den Kleineren vom gedeckten Tisch. So kann es passieren, dass der gesamte Nachwuchs einer Fliege gefressen wird, noch bevor die Larven überhaupt schlüpfen können. Deshalb versenken nicht alle Fliegenarten ihre Eier im Dung. Die Schnabelschwebfliege landet zur Eiablage auf einem Grashalm neben dem Kuhfladen. Wenn ihre Larven schlüpfen, müssen sie allerdings erst einmal den Kuhfladen ausfindig machen.
Falls sie Glück haben und richtig landen, versuchen sie schnellstmöglich einen Eingang ins Innere des Fladens zu finden. Denn auf dem Fladen sind hungrige Raubmilben unterwegs. Und kleine Fliegenlarven sind ihre bevorzugte Beute. Die Larven, die es schaffen, müssen nun mit dem Sauerstoffmangel kämpfen. Es sieht so aus, als hätte diese Larve Augen. Aber Fliegenlarven sind blind. Was man hier sieht, sind in Wirklichkeit ihre Atemöffnungen, mit denen sie regelmäßig zum Atmen an die Oberfläche kommt. Wenn man noch genauer hinschaut, erkennt man unter der transparenten Haut die von den Atemöffnungen ausgehenden Tracheen, die sich wie ein Baum verzweigen und so jede einzelne Zelle der Made mit Sauerstoff versorgen. Die Larven der meisten Fliegen fressen den weichen Dung. Doch nicht alle Larven ernähren sich so. Die der riesigen Rinderfliege sind räuberisch und jagen die Larven anderer Fliegen. Zum Beispiel auch die der grünglänzenden Mistfliege. Und damit ist die Liste der Räuber nicht zu Ende. Diese Brackwespe läuft über den Kuhfladen, als sei sie auf der Suche nach etwas. Dann plötzlich sticht sie mit ihrem Legebohrer in den Dung. Ihr Legebohrer sieht ganz anders aus als der der Fliegen. Er ist ein Stachel. Und tatsächlich sticht sie mit ihm die Larven der Fliegen an und legt ihre Eier hinein. Die Wespenlarve wird sich in der Fliegenlarve entwickeln und nach die Organe ihres Wirtes auffressen, bis dieser stirbt. Doch zum Glück für die Fliegen ist auch die Brackwespe nicht ohne Feinde. Für diesen Kurzflügelkäfer ist sie eine willkommene Beute. Neben den Brackwespen ist auch dieser winzige Dungkäfer eine potenzielle Beute für die Kurzflügelkäfer. Aber seine glatte Oberfläche rettet ihm diesmal das Leben. Tote Fliegen sind da eine einfachere Mahlzeit. Ein ganz anderer Räuber hat diese gelbe Dungfliege zur Strecke gebracht. Der Fliegentöter, ein Pilz. Er hat ihren Hinterleib durchwuchert und wächst nun zwischen den einzelnen Segmenten hervor, um seine Sporen zu verstreuen und neue Fliegen zu infizieren.